Moin, liebe Freunde da draußen an den Bildschirmen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession und zu Vampire Legends The True Story of Kizzy Lover. Ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen laut. Moment mal, jetzt muss ich noch mal kurz hier ein paar Einstellungen vornehmen. Sorry, seid jetzt quasi live dabei. Verzeihung bitte. Nee, das ist korrekt, aber ich werde mal das Mikro mal einen Ticken leiser machen. Sonst bin ich ein bisschen zu laut. Auch den Sound werde ich mal ein bisschen runterdrehen. Sorry. Hätte ich währenddessen auch vorher machen können. Egal. Wir fahren fort mit Kizzy Lover. Vielleicht werden wir heute sogar fertig. Das wird sich zeigen. Jedenfalls wollen wir mal gucken. Olga war eine schöne Frau. Philipps scheint sie sehr geliebt zu haben. Das wäre auch schlecht, wenn er es nicht getan hätte. Okay, wir können die Spiegel hier einstellen. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich habe die ganze letzte Zeit tatsächlich durchgehend Dragon Quest gesuchtet. Ah. Ja, das sieht doch schon besser aus. Philipps Haus. Die Notiz können wir nicht anklicken. Oh, hier können wir klicken. Hier krabbeln Käfer rum. Warum? Ich erkundete das alte Schloss und fand heraus, dass sich darunter ein Netz von Katakomben befindet. Auch von einem Labyrinth ist die Rede, aber all meine Versuche, den Eingang zu finden, schlugen fehl. Wo könnte er nur sein? Ich habe den Text hier oben jetzt nicht gelesen, sorry. Okay. Gut, ist hier sonst noch was? Verschlossen, natürlich. Errate den Geheimcode aus 4 Buchstaben und gib ihn über die 4 Zylinder ein. Der Hinweis versteckt sich in Philipps Zimmer. Ah, super. Natürlich habe ich jetzt nicht geguckt wegen des Hinweises. Es ist so einfach, glaube ich. Olga. Seine Frau. 13. August 1725. Nehme ich überhaupt auf, ja. Heute wurde ein junger Mann angegriffen und getötet. Es handelt sich um Alexander, den Verlobten der armen Rose. An seinem Hals fand man Bissmale. Die Todesursache war der starke Blutverlust. Welches Tier würde das tun? Kein Tier. 15. August 1725. In der Stadt zirkulieren Gerüchte über sogenannte Vampire. Blutsaugende Ich nehme mal den Ring da weg. Blutsaugende, untote Kreaturen. Ich will diesen Geschichten keinen Glauben schenken. Aber welches Tier würde seine Beute angreifen und dann einfach liegen lassen? Kein Tier, wie gesagt. 21. August 1725. In den letzten Tagen fielen erneut mehrere Menschen demselben Angreifer zum Opfer. Manche starben sofort, andere blieben noch einige Tage am Leben, bevor sie das Zeitliche segneten. Die Bürger sind voller Angst und viele suchen das weiter und verlassen die Stadt. Wundert mich nicht. 27. August 1725. Ich sah den unheimlichen, verhüllten Mann am Stadtrand. Wer ist er? Könnte er etwas mit diesem entsetzlichen Massaker zu tun haben? Ich versuchte ihm zu folgen, aber als er mich bemerkte, verschwand er im Wald. 28. August 1725. Olga wurde heute von der Kreatur angegriffen, welche die Stadt heimgesucht hat. Als ich sie fand, war sie dem Tode nah und lag in ihrem Blut. Wäre ich zu Hause gewesen, dann hätte ich sie beschützen können. Ich zittere am ganzen Leib. Ich kann mich einfach nicht beruhigen. Verständlich. 30. August 1725. Heute sah ich im Wald den verhüllten Mann wieder. Ich folgte ihm bis zum Schloss von Plogojowitz. Ich vermute, dass er sich dort irgendwo versteckt, aber er entkam, bevor ich seiner habhaft werden konnte.
5. September 1725. Heute habe ich mit dem Bürgermeister gesprochen. Er verhielt sich sehr seltsam, erschien nervös und zerfahren, vielleicht sogar ängstlich. Als wisse er etwas über diese schrecklichen, über diese furchtbaren Angriffe. 9. September 1725. Olga ist heute von uns gegangen. Mein Herz ist gebrochen. Und es wird erst dann heilen, wenn ich den ausfindig mache, der für diese Untat verantwortlich ist. Es muss diese verhüllte Gestalt sein. Ich muss ihn irgendwie finden. Vielleicht ist an dem Verdacht etwas dran. Wir sollten jedenfalls nachforschen. Finde heraus, was Philipp weiß. Stelle Recherchen über den Bürgermeister an. Oh, schon wieder der Bürgermeister. Das hatten wir doch schon mal. In einem anderen Wimmelbild. So viele Wimmelbilder habe ich ja noch nicht auf meinem Kanal. Gut. Das heißt, wir müssen wohl nochmal zum Rathaus. Oh. Was ist das für ein Zettel? Warum hat Rose ihn zerrissen? Sie wirkte traurig. 'Setze die Schnipse zusammen, um den Brief zu rekonstruieren. Okay. Kann man die irgendwie drehen? Nee, kann man nicht. Alter, das mit dem Wind ist so derart geil. Herrlich. Ich liebe das so ein bisschen mit dem Wind. Ah. Okay. Das ist also schon festgelegt. Okay. Nee. Nee. Ja, das passt. Dann kommt der nicht. Ich habe mich nicht erschrocken. Dieses Mal nicht. Oh Gott. Doch der hier? Nee. Hätte ich mir auch nicht vorstellen können, ehrlich gesagt. Der ist aber festgelegt, ne? Ja. Okay. Das hilft mir schon mal geringfügig weiter. Okay. Okay. Oh. Okay. Hm. Ah. Okay, alles klar. Das haben wir gelöst, Freunde. Meine geliebte Rose, ich bin es leid, darauf zu warten, dass du Vernunft annimmst. Der dreckige Bauer, den du zu Ehelichen gedachtest, ist tot und begraben. Worauf wartest du noch? Komm endlich zu mir und glaube mir, ich bekomme immer, was ich will. Nee, ist klar. Ist klar. Scheint die Verlobte des ersten Opfers. Ja, das wissen wir ja. Also irgendjemand will Rose unbedingt zur Frau haben, aber sie scheint darüber nicht sehr begeistert zu sein. Sie trauert wohl immer noch um ihren Verlobten. Ich nehme mal einen Kopfhörer, wobei, ach, was soll das? Oh. Sorry. Was ist mit der Uhr hier eigentlich? Irgendwas steckt im Uhrwerk fest. Und doch ohne das richtige Werkzeug komme ich nicht ran.
Okay, wir brauchen also ein Werkzeug dafür. Alles klar. Der Dietrich ist übrigens weg, habe ich jetzt erst bemerkt. Streichhölzer. Oh! The mayor is dead. This is getting out of control. We must proceed with our investigation with utmost urgency. Das würde ich auch sagen. Eieieiei. Ich sollte diese Lampe... Ah, deswegen die Streichhölzer. Alles klar. So. Das sieht doch schon mal besser. Aha. Ein Code. Ich muss zuerst den Mechanismus aktivieren. Das auch noch. Scheint die Aussparung für einen Ring zu sein. Ein Tintenfass. Was haben wir denn hier? An die Ermittler aus Wien. Ich kann dieses furchtbare Geheimnis nicht länger für mich behalten. Mein Gewissen bringt mich um. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß schon seit einiger Zeit, um wen es sich handelt. Aber ich war zu feige und fürchtete um meine eigene Sicherheit. Rein zufällig beobachtete ich bei meinem nächtlichen Gang durch die Stadt, wie er eines seiner Opfer anfiel. Leider sah er mich auch. Er drohte mich umzubringen, sollte ich mich jemanden offenbaren, und so wurde ich quasi zum Komplizen. Die Bewohner dieser Stadt kennen ihn gut. Sein Name ist... Und da kam er nicht mehr zu, weil er schon tot war. Und den Ring schnappen wir uns. Der Ring des Bürgermeisters. Und er ist gebissen worden. Auch ein Opfer des Vampirs. Wir haben ein Wimmelbild, Freunde. Zeichnung eines Vogels, eines Auges, ein Marienkäfer, eine Säge. Anscheinend 6-mal, okay. Knochen, Geweih, Spinne, Fasan versteckt, ein Apfel versteckt, Fossil, Aale und eine Uhr. Also ich sehe hier schon mal einen Helm eines Konquistatoren. Schon mal sehr interessant. Das ist die Säge. Damit gleich noch eine Säge gehabt. Scheint ein großer Tierfachmann gewesen zu sein. Wie mir scheint. Nee, das ist eine Zange. Geweih haben wir hier. Jetzt heißt es wieder gucken, Freunde. Deswegen, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger. Vogels, eines Auges. Okay. Spinne nervt mich gerade ein bisschen. So, was haben wir hier jetzt? Ah, okay. Der Fasan war hier. Da haben wir noch eine Säge. Noch eine Säge. Noch eine Säge. Das war aber eine andere Säge. Das war eine medizinische. Glaube ich. Nee. Wir haben den Apfel gefunden. Und wir haben die Aale gefunden. Sehr gut. Fossil. Tatsächlich kann ja wirklich alles hier ein Fossil... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ja alles ein Fossil sein hier. Rein theoretisch. Knochen. Kann auch alles sein. Konnte hier gerade mit irgendwas interagieren, irgendwie. Nee. Auch nicht. Die Zeichnung eines Vogels. Wir haben einen Vogel zwar hier, aber nicht der, der gesucht ist. Zeichnung eines Auges haben wir hier. Das ist kein Vogel. Zeichnung eines Vogels. Hm.
Was ist denn noch so? Knochen und eine Säge. Ne. Es ist ein Spaten. Eine Säge. Zeichnung eines Vogels und ein Knochen. Nee. Das ist eine Axt. Tut mir jetzt leid, wenn ich hier jetzt so ein bisschen hänge. Freunde der Sonne, aber ich muss hier jetzt mal in Ruhe gucken. Ich nehme übrigens diesmal tagsüber auf, tatsächlich. Man hätte es nicht gedacht, aber es ist so. Nee. Da ist der Vogel. Aber ich habe den Vogel gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch ein Knochen. Aber ein Knochen kann ja so ziemlich... Knochen gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch eine Säge. Eine einzige Säge fehlt uns noch. Frage ist nur, wo? Die letzte Säge, wo befindet die sich? Gefunden. Und wir bekommen eine Aale. Ach so, das ist nicht das Tier. Ich dachte, das wäre das Tier. Alles klar. Okay. Öffnet der irgendwie einen Geheimgang oder sowas? Ja, interessant. Wir wollen jetzt aber erstmal an den Tresor ran. Ich würde nämlich fast behaupten, dass die Ringe nämlich beide reinpassen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich muss zunächst den Code herausfinden. Aber schön, dass die Ringe schon mal drin stecken. Wie finden wir jetzt den Code heraus? Rest in peace, mein Freund, ne? Warte mal, die Aale? La schlau. 526, 135, 7. Okay. So, die Uhr geht wieder. Sehr gut. So. Wir brauchen einmal die 5. Hallo? Ach so. Ja, viermal. Ne, warte mal. Nee. Das war jetzt Mist. Das wollte ich jetzt nämlich nicht. Ja, es wird falsch. Es muss genau sein. Ich sehe das schon. Das ist ja blöd. Ah, okay, setzt automatisch zurück. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7 und kommt trotzdem nicht hin. Da ist keine andere 5, ne? Nur die. Ach, das kann... Ja, das muss man doch einen Doofen sagen, Mensch. Ja, setz dich mal bitte wieder zurück. Das wäre sehr nett. Setz dich mal zurück, weil das ist total falsch. Ich wusste halt nicht, dass man die Dinge einstellen kann, deswegen. Setz dich mal zurück. Danke. So. Ja, dann wird da schon eher ein Schuh draus. Wir brauchen einmal 4 Felder. So, 5. Dann brauchen wir 3 Felder für die 2. Die 6. Da die nicht geht, müssen wir entweder die nehmen oder die. 3 Sechsen? Okay. Ne, würde ich sagen, nehmen wir die hier. Jetzt kommt die 1. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Da habe ich jetzt Mist gemacht.
glaube ich. Jetzt habe ich Mist gemacht. Ja, da habe ich jetzt großen Mist gebaut. Hoppala. Also der Anfang war schon mal richtig. Ja, setz dich mal zurück. Ist okay. So, also 5. 5 ist hier, 4 Felder. Soweit waren wir ja schon mal. So, dann nochmal 3 Felder. Ich finde das nach wie vor mit dem Wind total geil. Der einen in den Ohren rumpustet. So, und dann brauchen wir nämlich die 6. Damit wir nämlich danach mit der 3 war das. Nee, Quatsch, mit der 2. Die 1 erwischen. Oh, die muss andersrum. So, dann haben wir die 1. Jetzt brauchen wir die 3. 2, 3, 4, 5. Geht also eher nicht. 1, 2, 3, 4, auch 5. Okay, das ist jetzt fies. Nehmen wir doch die 3. So, dann haben wir eine 5 wieder. Da bräuchte ich die 4 für, aber umgekehrt. Und dann nochmal die 7. Da brauchen wir die 3 dafür. Und wir haben's. Jawohl. Was haben wir denn hier Feines? Oh, ich muss den Part beenden. Veliko Grazie, Polizeidezernat, Bericht. In den vergangenen Wochen ist es zu einigen entsetzlichen Angriffen gekommen. Sämtliche Opfer starben entweder schon während der Angriffe oder kurz danach. Sie wiesen Bisswunden am Hals auf, als hätte ein Tier sie angefallen und waren völlig blutleer. Bisher wurde noch kein Verdächtiger gefasst, aber die Bürger nennen den Angreifer einen Vampir. Mehrere Zeugen haben berichtet, dass sie kurz vor oder nach den Attacken einen Mann am Ort der Untat gesehen haben wollen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt und ich hoffe, in meinem nächsten Bericht weitere Einzelheiten bieten zu können. Polizeipräsident Ruvim Prodanovic. This report seems to describe the attacks that the medicine woman mentioned she witnessed as a young girl. Scheint so, ja. Scheint so. Das nehmen wir mal an uns. Stelle Recherchen über den Bürgermeister an. Das lesen wir noch, dann ist Part. Und dann gibt es heute mal einen etwas längeren Part. 13. August 1725. Gestern Nacht geschah etwas Schreckliches. Ich zitterte noch immer am ganzen Leib und ich kann es kaum in Worte fassen. Ich konnte nicht schlafen, also beschloss ich mir, ein wenig die Füße zu vertreten. Ich dachte, die frische Luft täte mir gut. Gedankenverloren ging ich am Stadtrand spazieren, als ich plötzlich im Wald Geräusche vernahm. Ich lief schnell hin, denn ich glaubte, es würde jemand von einem Tier angefallen. Aber was ich dann erblickte, hätte ich mir in meinem schlimmsten Albtraum nicht ausmalen können. Er, ich wage es noch nicht einmal seinen Namen zu schreiben, Lord Voldemort. Er kniete über den jungen Alexander und labte sich an seinem Blut. Leider sah er mich auch. Seine Augen richteten sich starr auf mich. Und für eine scheinbare Ewigkeit brach eine unheimliche Stille aus. Das Blut gefror mir in den Adern und kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Er stand auf, lächelte mich an und sagte, »Du hast nichts gesehen!« Und dann verließ er die schreckliche Szene. Ich eilte zu Alexander hin, aber ich konnte ihm nichts mehr helfen. Er war bereits tot. Heute kam er zu mir. Ich bewaffnete mich und war bereit zu tun, was auch immer nötig wäre. Er kam in mein Büro und nahm in einem Sessel Platz. Ich fürchtete mich und zitterte wie Espenlaub, denn ich habe noch nie auf einen Menschen geschossen. Aber er ist ja auch kein Mensch. Kein Mensch brächte es fertig, das zu tun, was er getan hat. Ohne ein Wort zückte ich meine Waffe und schoss ihm zweimal in die Brust. Nichts geschah. Er saß einfach da, lachte hämisch und sagte, »Oh, mein guter alter Freund, du kannst niemanden töten, der schon tot ist.« Dann ging er so leise, wie er gekommen war. Weshalb hat er mich nicht umgebracht?
9. September 1725. In den letzten Wochen geschahen mehrere Morde und ich stehe der Situation machtlos gegenüber. Die Bürger verlassen voller Panik die Stadt. Nur wenige sind zurückgeblieben. Und auch wir werden wahrscheinlich bald das Zeitliche segnen. Die Kunde von den Morden hat Wien erreicht. Man hat zwei Ermittler zu uns ausgesandt. Ich hoffe nur, dass sie nicht, wie alle anderen, ihr grausames Ende finden. Wer weiß, vielleicht können sie diesem Wahnsinn ja wirklich ein Ende setzen. Das hoffen wir doch mal. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, beende ich jetzt den Part, heute Überzug. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.